Ich hoffe, er lässt seinen Zorn nur an euch aus, nicht an uns. Ja, Boltax, ich sag's aber vorher, ich ziehe ja nicht 2 Wochen durch den Dschungel. Nein, das habe ich doch gar nicht vor. Ich bringe ihn vielleicht, weiß nicht, 5 Meilen vor der Stadt oder so heraus. Ich weiß nicht, wie nah reicht der Dschungel denn an die Stadt heran. Ich denke, vor der Stadt wird es einiges an Feldern geben. Ihr wisst schon, so wie vor jeder Stadt. Es wurde viel gerodet, ja. Eigentlich ist in der nahen Umgebung alles Plantage. Nun, abgesehen von den Streitigkeiten von irgendwelchen unwichtigen Akademiebonzen, was haben wir nun erreicht? Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Korragon. Ja, der schien mir sehr umgänglich. Es scheint, als hätte er begriffen, dass unsere und seine Ziele ein großes Maß an Überlappung haben. Korragon, den Namen habe ich schon mal gehört, in Belanca meine ich. Habt ihr ihn nach der Expedition gefragt? Oh ja, in diesem Zusammenhang hatte ich ihn gehört, stimmt. Nein, das hatte ich tatsächlich nicht, aber wir werden uns nochmal treffen. Er wollte einen Kontakt für uns. Ja, er wollte uns mit Dagandolona bekannt machen. Ihr habt es schließlich nicht wirklich geschafft, den Mann am Stafettchen zu bekommen. Nun, sehr gut. Wann? Er kommt noch auf uns zu, aber ich denke, das hat Zeit bis nach dem Kampf, oder? Irre ich mich da? Nun, da der Kampf morgen ist, ist es ziemlich wahrscheinlich. Was den Kampf angeht, aber wir müssen frühzeitig aufschlagen und mit den Gräumen unsere Wetten ausklamüsern. Man sagt mir, dass es im Moment gute Quoten darauf gibt, gegen den Schlinger zu wetten. Mit welchem Geld wollt ihr spekulieren? Aber was eine andere Sache ist, Korragon, guck dir das, rat uns auch mit einem Meteor in Port Korat zu reden. Er war sehr vage an Details und ich habe nicht nachgefragt, denn nun die Ereignisse quetscht mir dazwischen. Aber vielleicht sollten wir uns, was das angeht, ein wenig umhören. Er meinte sicherlich den schwarzen Admiral. Meteor. Oder de Meteor? Richtig, Kapitän. Wo treibt er sich rum? Port Korat, sagte man mir. Ihr wisst, wo das ist? Im Norden von hier. So ist es. Ich kann es euch auf einer Karte zeigen, ich war schon einmal dort. Nun, dann klemmen wir dies doch hinten an, wenn wir auf dem Weg nach Charypso sind. Silla, eines von beiden. Es ist völlig woanders. Das ist in einer anderen Richtung. Ja, wir müssen sowieso in den, nach unten, da wo die Linie hingezeigt hat, nicht wahr? Die Insel. Da fällt mir ein, ja, dann habt ihr eigentlich meine Kiste noch? Da waren mal alle meine Seekarten drin. Die Kiste. Nun die seht Kiste. Ihr, es könnte Warum. Sein, dass vielleicht all eure Habe spontan Feuer gefangen hat. Das tut mir leid. Schade. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Ich habe Wahrung angezündet. Deshalb habe ich auch den Spitznamen Boltax Brandbringer bekommen. Das war, bevor ich Boltax von den Wogen wurde, weil ich mich mit dem Grauen Mann verbündet habe. Nun, jedenfalls, um noch einmal die Situation darzustellen. Kukles möchte gerne die Flotte der Karinora an sich reißen. Thornbrecht möchte gerne die Flotte der Karinora an sich reißen. Und alle sind sich einig, dass auf jeden Fall die Karinora sie nicht behalten sollten. Diese Ansicht scheint irgendwie ein Plan zu sein. Wenn sie sich leisten können, die Flotte. Nun, meine Familie baut immer noch die Flotte. Wenn sie sich leisten können, dann von mir aus. Aber nun, Chiaras, ihr solltet vielleicht lieber mit Chantala darüber reden. Nun, Chiaras, dann sagt mir, wie bekommen wir Chantala dazu, uns diese Flotte zu geben? Nun, wenn ihr... Sie hat, glaube ich, jetzt komplette Kontrolle über die Werft bekommen, nachdem mein Großvater verschollen ist. Also... Wenn ihr morgen eine sehr gute Show liefert, dann könnte ich eventuell sie dazu überreden, sich mit euch zu treffen. Nun, wir werden es im Hinterkopf behalten. Und einige Mitglieder meiner Familie sind noch immer sehr angesehene Kapitäne. Ich bin mir sicher, wenn man diese in die richtige Position bringt. Ja, dies könnte tatsächlich helfen, die Sache reibungslos ablaufen zu lassen. Oh! Und ich empfehle allen Beteiligten hier, den örtlichen Treibhausgewalten nicht über den Weg zu trauen. Nur für den Fall der Fälle. Ja, das sage ich seit Jahren. Moment, wir haben einen Treibhausgewalten in dieser Stadt? Es erklärt jedenfalls Rafim, was eure Ansicht zu Prioten teilweise angeht. Es erklärt wirklich einiges. Aber nun gut, wir sind nicht hier, um... Ein seltsamer Haufen ist das.
Wir sind nicht unbedingt hier, um die bestehende Ordnung umzustürzen. Also. Nun, dann haben wir die Schiffe, hoffentlich. Ich habe mit Bonaret geredet, dem Oberhaupt der Familie Bonaret. Ich denke, wir können ein Treffen mit ihm auf dem Silberberg, um nun ja Soldaten zu akquirieren. Hervorragend. Und dann brauchen wir nur noch das Geld und die Sache ist im Sack. Ich habe da eine oder zwei Ideen, aber warten wir erst einmal ab. Er hat auch Interesse an Handelsbeziehungen mit Janka geäußert. Dieses Angebot gilt übrigens auch für euer Haus, Kiaras. Ich hatte Interesse daran, Korn, Zwiebeln und dergleichen mit Al-Anfa zu handeln. Denn irgendwoher muss das Geld kommen, um die Stadt wieder aufzubauen. Oh, nun, die Stadt kann immer sehr viel Nahrung gebrauchen. Das ist ein Geschäft, das sehr einfach zu machen ist. Und Straußenfedern. Gibt auch Straußenfedern bei Dulamin. Nun gut, aber reden wir über Geld. Und zwar, man sagt mir, dass alle, fast alle, der einhelligen Meinung sind, dass der Schlinger jeden einzelnen Herausforderer fressen wird, der in den Weg kommt. Entsprechend stünden die Quoten nur auf den Schlinger ziemlich gut. Und nur gegen den Schlinger. Nun, müssen wir den Schlinger besiegen oder jemand anders? Sowohl als auch, aber das Bessere wäre es natürlich, wenn wir voraussagen könnten, wer in der Lage ist, den Schlinger zu bezwingen. Nun, ich dachte mir, Boltax wild entschlossen ist. Ich dachte mir, wir könnten Boltax nominieren und dann selbst eher dafür sorgen, dass kein anderer Gladiator auf die Idee kommt, der könnte uns die Sache malig machen. War der Weg, mit dem wir diesen Schlinger bewegen können, ist auch viel Raum für einen Beobachter, dass wir den gar nicht getötet haben. Ich sehe nicht, wie es sich erklären lässt, dass man etwas sticht und es danach stirbt, die abstreitig zu machen. Denke auch. Ich meine, wenn ich euch jetzt sofort stechen würde, würdet ihr auch nicht auf der Stelle sterben, sondern langsam ausbluten. Und trotzdem wäre es ohne Zweifel, dass ich euch umgebracht hätte. Nun frage ich euch, mit welchem Geld ihr diese Spekulation befeuern wollt. Bitte. Ihr habt nicht vor, die Schiffskasse zu plündern, oder? Ach, aber mir. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Ich mache mir Gedanken um das Schiff und die Mannschaft. Das werden wir auch machen. Dem Schiff geht es hervorragend. Die Mannschaft auch jetzt, wo sie wieder Land kann. Wenn wir kein Geld mehr haben, haben wir kein Schiff und keine Mannschaft. Etwa an meine hart gehorteten Edelsteine. Ihr habt Edelsteine? Ein Hort, Boltax, wie ein Drache? Nein! Ihr schlaft doch nicht etwa auf denen, oder? Manchmal, aber... Erzählt uns etwas über diese Edelsteine. Wie viel? Das habe ich schon einmal angesprochen. Ich habe vielleicht ein paar Reserven. Ja, er benutzt sie immer, um Elementare zu beschwören. Und es sind ziemlich viele. Das ist richtig. Von welcher Menge reden wir hier? Nun... Also... Ein Sack... In etwa diese Größe. Das sagt uns jetzt? Ach, ihr meint diesen doofen Sack, den Gon auch manchmal dabei hat. Ja, richtig. Was ist da also drin? Ich dachte, das wären die abgeschlagenen Körperteile seiner Feinde oder so. Warum sollte Gon echt die abgeschlagenen Körperteile seiner Feinde mit sich führen? Ach so, das war ein Geheimnis, dass du den hast? Nein, das war kein Geheimnis. Gonach trägt ihn doch immer rum und der klimpert doch auch so. Ich dachte eigentlich, da sind irgendwelche Zähne drin. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Wie hoch schätzt ihr, ist die Erlöse aus den Edelsteinen? Vielleicht. Aber so viel sind es nicht. 10.000 Dukaten. Ihr wärt bereit, diese zu setzen auf uns? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand in der gesamten Stadt auch nur in der Lage ist, eine Wette über 10.000 Dukaten zu decken. Und wir könnten die Wette hier verteilen. Und was der eigentliche Punkt ist, Abelmeer, auf den ich hinaus wollte, ich denke nicht, dass es möglich ist, unsere gesamte Barschaft zu verwetten, selbst wenn wir es versuchen würden. Naja, da würde ich euch widersprechen. Die Stadt ist reich. Sie ist verkommen, aber reich. Die Granden sind reich. Ich glaube, Zornrecht hat mehr in die Hand genommen, um die Arena abzuändern, als 10.000 Dukaten. Das ist höchstwahrscheinlich. Ich auf jeden Fall werde sehr viel gutes Geld auf euch setzen. Ich vertraue darauf, dass ihr mit so etwas fertig werdet.
Ah, ich bin nur ein Schlinger. Das kriegen wir hin. Jedenfalls, was die Granden und den Geiz angeht. Cordagon sagte uns, wir könnten uns zwar mit den Schiffen, respektive der Flotte, aushelfen, sollten wir die Flotte der Karinos zu seinem Willen umverteilen, aber an Geld werden wir von den Kugres zumindest nicht bekommen. Denn sein Anverwandter hat wohl den Säckel recht stramm sitzen. Aber er hat uns... Alter, das klang dreckig. Er hat uns zugesprochen, dass wenn die Schiffe in seinen Besitz kommen, unter seinem Befehl, werden sie uns in der Blutigen See zur Seite stehen. Und das ist das größte Versprechen, das wir bisher bekommen haben. Und ihr glaubt ernsthaft dem Versprechen eines Granden? Nun, Amos Tiljak hat es nicht so direkt gesagt, aber ebenso durchblicken lassen, dass die Flotte zu unserem Wohlgefallen eingesetzt werden würde, sollten wir dafür sorgen, dass sie sich im Besitz der Dornbrechts wiederfindet. Nun, Kiaras, die Sache ist die, wenn wir nicht in Vorleistung gehen, wird uns niemand helfen. Aber wenn wir ihrem Wort nicht trauen, was haben wir dann zu gewinnen? Ich denke, was Kiaras uns mitteilen möchte, ist, dass er es für das Beste hält, wenn wir uns einfach an Chantal halten. Weil dann müssen wir nicht dem Granden trauen und einem anderen die Flotte aus dem Ärmel leiern, sondern nur eins von beiden. Eben, sie hat bereits die Kontrolle über die Flotte. Wenn ihr einen Granden mit ein wenig mehr Macht lockt, dann wird er euch auf jeden Fall verraten. Das ist einfach die Natur von uns Granden. Vielleicht hat die Grandessa mehr Macht, aber Cordagon ist ein erfahrener Kapitän. Er weiß, diese Schiffe auch zu führen. Und können wir Cordagon vielleicht etwas anderes anbieten, um ihn in unsere Dienste zu locken? Gute Kapitäne gibt es mehr als genug in dieser Stadt, glaubt mir. Ich kenne einige gute Karinos und Bonarets, die hervorragend diese Flotte führen können. Ich würde einem Schmuggler nicht unbedingt vertrauen. Aber ich muss sagen, selbst ich als Zwerg, der ich ja nicht besonders seefahrtaffin bin, habe den Namen Cordagon Kugris schon einmal gehört. Das spricht für ihn. Dieser Bonarett schien von einem König zu träumen. Oder wahrscheinlich von sich selbst als König. Oh nein, das vergesst ihn immer wieder. Der König von Meridiana sitzt in der Hand. Technisch gesehen untersteht Alan Fame natürlich, aber die Realität sieht so aus, dass der Grandenrat es großzügigerweise für ihn übernimmt, die Geschicke der Stadt zu leiten, damit es ihn nicht so sehr belastet. Yeah. Nun ja, die Dinge wandeln sich. Also ist er ein König auf dem Papier. Wir haben ja nett gesagt. Richtig, daher. Du bist mehr König als er. Daher kommt jetzt der Begriff Mehamionette und ich versichere euch, in Meham selbst hat er vermutlich mehr Macht als Rafim über seinen Stamm. Rafim, wie funktioniert so ein Stamm eigentlich, wenn er keine Frauen hat? Stirbt er nicht irgendwann aus? Wieso haben wir keine Frauen? Ja, dann fast die Hälfte vom Stamm sind Frauen. Die sehen nicht so aus. Naja, nur weil die kräftiger sind als du, sind das trotzdem Frauen, mein Junge. Leonida ist auch kräftiger als ich und sie sieht trotzdem aus wie eine Frau. Eine normale Frau. Naja, die sind halt kräftig. Naja, aber, Jalan, sieh es so, manche von den Frauen unseres Stammes haben genauso viele Hände wie du. Oh, kann ich mit Schrekrasch bekannt machen. Warum bereiten wir uns nicht erst einmal auf den Kampf vor? Du wärst ganz niedlich. Ja. Und so eine dann... Ziege, die mal, bevor man sie totprügelt. Und dann werden wir uns alle noch einigen Nachforschungen hingeben und uns endlich einen Kopf machen müssen, wie wir nun die Grandenhäuser anpacken. Ich fürchte denn, wir werden nicht an eines von denen herankommen, ohne allen anderen auf die Füße zu treten. Außer vielleicht den Wilmans, die scheinen sich ja für gar nichts zu interessieren. Naja. Ja, sprich. Ja, dieser Patriarch scheint sich auch für gar nichts zu interessieren. Was ist mit diesen Ulfards? Sie tauchten hier nicht auf und nun sie treten kaum in Erscheinung. Nun, man sagt sich, dass die Senora Ulfard gerade nach, sagen wir, ansprechenden Leuten sucht, die sie zu ihren Erben erklären kann. Ihre Linie stirbt wohl aus. Nun, dann könnten wir zwei Fliegen morgen in der Arena mit einer Klappe schlagen. Ich bin mir sicher, dies würde zumindest gereichen, uns ihre Aufmerksamkeit zu sichern. Vielleicht lässt sich daraus dann am Ende etwas machen. Naja, stellt euch einmal vor, ich weiß nicht, aus Rafim wird jetzt nicht nur König Rafim, sondern auch Grande Rafim.
Ist das überhaupt möglich, Rafim? Also mit deiner Verpflichtung als Basaltfaust? Natürlich nicht. Ich bin mir sicher, wir bekommen das irgendwie hin. Also, bin mir gar nicht sicher. Ich müsste mir selber Respekt erweisen. Das krieg ich hin. Das kriegst du hin. Ja. Ich stelle mir vor, wie er vor einem Spiegel steht. Nun, vielleicht müssen wir uns nicht selber in den Hafen der Ehe begeben. Zumindest die, die das noch können. Wir könnten nun ja einen Vertreter. Ja, die Frau ist zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Ich glaube, sie sucht eher nach Erben, die ihre Ideale vertreten, als körperliche Erben. Nun, so wie man mir sagt, ist es wohl üblich, dass die Erblinie der Ulfans teilweise indirekt weitergereicht wird. Ich hätte eine Frage. Könnte auch ich Grande werden? Also, wenn diese Frau findet, dass ich diesen Schlinger besonders majestätisch umbringe. Ein Mensch und ein Zwerg? Nein, ja. Doch nicht heiraten als Erbe. Also, hat Jalan doch eben gesagt. Er wird der Erste, aber es ist jetzt im Prinzip nicht verboten. Eigentlich kann jeder Grande werden, man braucht nur genug Geld dafür und nun das intrigante Wissen, auch am Leben zu bleiben, damit man es überhaupt nutzen kann. Nun, momentan bin ich der an Bord mit dem meisten Geld. Das hätten wir schon mal. Das ist wahr. Unser Problem mit dem Geld ist, dass wir es ständig ausgeben müssen. Es ist unglaublich kostenspielig, so ein Schiff samt Mannschaft zu unterhalten. Jedenfalls, wenn ihr mich fragt, wartet dieser ganze Silberberg nur darauf, dass endlich jemand kommt und sie alle hinwegfeucht. Und was dann? Dann kommt einfach der Nächste. Und dann herrscht wieder Pyrrhus gefällige Ordnung, wenn das ganze Pack erst einmal fort ist. Das ist ein Wunschtraum. Jalan, ist jetzt gut und du solltest dich beruhigen. Es ist doch wahr, Rafim. Hast du doch gesehen, wie sie sich alle gegenseitig eher Feind waren, als dem eigentlichen Feind im Äußeren zu trotzen. Nun, ich denke nicht, dass ihr unbedingt darüber reden könnt, nach dem, was ich im Mittelland gesehen habe. Zwei Kaiser oder drei? Einen! Es gibt einen Kaiser! Naja. Einen Kaiser. Und eine Untotenarmee und eine Dämonenarmee und was weiß ich sonst noch. Ich und Sint haben wir die alle zurück in ihre eigenen Sphären geschickt. Vielleicht sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die jetzigen Probleme richten hier in dieser Stadt. Ja, da mögt ihr nicht Unrecht haben. Ich denke, ihr solltet in der Arena gut kämpfen. Phänomenal sozusagen. Und dann schauen wir mal, wie viel guten Willen uns das erkauft. Wir schicken diesen Schlinger zu Boron und diese Todesachse zum nächsten Medikus und dann sehen wir weiter. Ja. Was das angeht, meine Herrschaften, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch einen kleinen Abstecher ins Südquartier machen. Aber denkt daran, das Ganze ist ein Arena-Kampf. Muss spannend und es muss ansehnlich sein. Und deshalb habe ich auch extra nicht die Dunkelheit in meinen Stab gesprochen, sondern einen viel aufsehenerregenderen Zauber. Ich bin mir ziemlich sicher, nichts würde uns den Unmut der Zuschauer so sehr sichern, wie die Arena zu verfinstern. Deshalb. Naja, und den ein oder anderen Bolzen. Rafim, wenn du eh nicht mitkämpfen darfst, dann können wir uns ja Plätze teilen und das gemeinsam uns anschauen. Oh, in die Karino-Loge, das ist natürlich ein sehr guter Platz. Ich hätte sonst jemanden vermöbelt, der in der ersten Reihe steht und mich dann selber dahingestellt, aber das ist natürlich viel einfacher. Es gibt niemanden, den ich lieber bei mir hätte. Oh. Ja, Lan, jetzt schau doch nicht so drein. Ich werde dann dich an. Ich schnaube nochmal vorbeigehen und verzieh mich. Was meint ihr? Es ist keine gute Idee, wenn ich ein Silenzium in der Arena mache, oder? Nun hätte die Todesschreie nicht vermutlich. Also niemand hört nichts mehr. Das meinte ich damit. Nein, das ist nicht gut. Dann lasse ich das lieber. Wolltest du dich an die Todesechse anschleichen? Oder wofür wäre der Silenzium gewesen? Ja, wer weiß, wofür er nützlich ist. Hilft doch häufig. Aber stellt euch mal vor... vielleicht wäre es statt einem Silenzium, wolltet ihr etwas Lautes benutzen. Versucht die Echse...
zu verwirren, indem er sehr laute Geräusche macht oder gar helles Licht ins Auge scheint. Ich habe eine bessere Idee. Ich benutze einfach die personalisierte Silenzium-Variante. Nun, um den Zuschauern etwas zu bieten, ich habe noch einmal nachgedacht und mich dazu durchgerungen, euch zu begleiten. Oh, eine gute Idee. Das ich kann mich schließlich nicht alleine zu dem Schlinger gehen lassen. Macht viel her. Ha. Ja, ich muss sagen, mir graut etwas vor dem Schlamm. Aber manche stehen drauf, also nun ja. Und Thulamin, ihr als Thulamiden habt ja eine fast genauso große Abneigung gegen die Echsen, nicht wahr? Es geht, Boltax. Tatsächlich, ich habe noch einmal drüber nachgedacht, über unser Gespräch. Ich glaube fast, ich finde die Gräume wegen ihrem Umgang mit Geld abstoßender. Echsen sind einfach nur fremd. Aber keine Sorge, ich stehe hinter euch. Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch nicht verschlingt. Gut. Und ich lese nochmal dem Buch nach, wo die Schwachstellen von Echsen sind. Dann sind wir alle wunderbar vorbereitet für morgen. Nun, dann sollten wir zusehen, dass wir noch ein wenig Schlaf bekommen. Kias, es war schön, euch wiederzutreffen. Ebenso. Es war mir eine große Freude. Gute Nacht. Gute Nacht und Abemir, versuch nicht wieder jemanden zu ermorden. Nun, ich versuche es. Ihr könnt euch nicht versprechen. Das letzte Mal ist 5 Stunden her. Das wissen wir nicht. Genau. Ja, damit könnt ihr Gias von Bord geleiten und ihn noch einmal drücken. Das Wiedersehen ist ja schon natürlich auch einige lange Zeit her. Das letzte Mal zum Posaunenhall von Wahrung. Das ist natürlich schon viel Wasser den Hanfler runtergeflossen. Aber er ist hier. Ihm geht es gut. Er hat seine eigenen Abenteuer bestanden. Alan wartet unten an der Planke auf ihn. Carino? Ja, Alan? Ihr müsst gehen. Gehen? Ja. Ihr habt das Richtige gemacht, wisst ihr? Aus welchen Gründen auch immer. Wir hätten es alle tun sollen. Wir hätten aufhören sollen. Zurückgehen, uns zur Ruhe setzen. Und da bleiben, verdammt nochmal. Ihr müsst gehen, bevor ihr es euch anders überlegt. Weißt du, ich habe damit gerechnet zu sterben. Ernsthaft, niemals diese Stadt wiederzusehen, aber nun, ich habe mit Raya gesprochen und es scheint, dass sie noch Nutzen für mich hat, dass ich noch nicht zu ihr gehen soll. Solange sie mich braucht, werde ich auf Dere für sie kämpfen. Tut es nicht. Setzt euch einfach zur Ruhe. Werdet irgendein fetter Grande, der mit 69 Jahren dann sein Vermögen an irgendwelche Abenteurer verpasst. Das unser Ende ist leider nicht bestimmt, Carino. Aber ihr könnt noch rauskommen. Ja, Lan. Mein Gebet war immer mit dir. Und mit euch. Und wird es auch immer sein. Solltest du jemals meine Klinge brauchen, zöger nicht. Volkiaras, diesmal wirklich. Dann umarme ich ihn noch und gehe, renne, durch den dunklen Hafen davon.